So, weiter geht's. Dann sagst du hier was von 10-mal Klatsche. Armin sagt, er würde sich wehren. Das ist überhaupt gar kein Christ. Siehst du? Das ist genau, was den Christen passiert. Sie hören auf solche Sachen wie, wir dürfen uns nicht wehren, blablabla, hin und her. Ramazan. Wo Amir sagt, ich werde mich wehren. Wenn einer mich schlägt, werde ich mich wehren. Sagst du, guck, das ist doch gar nicht christlich. Was ist denn los? Willst du ihn schlagen, ohne dass er sich wehrt? Ja, weil sonst würdest du ganz schön in die Fresse bekommen von dem Kerl. Der wird uns beide auseinandernehmen, so wie er aussieht, hm? Mein Lieber. Hast du Angst oder was? Komm, geh doch mal hin und klatsch ihn ein. Natürlich nicht. Aber das ist, was ich meine. Ja? Du würdest es dich niemals trauen. Der würde dich auseinandernehmen in 1,37 Sekunden. Würde Amir dich auseinanderreißen. Ja? Aber Gott sei Dank lebt er nicht in der Welt. Doch wenn du ihn angreifst, wird er in die Welt zurückkommen und sich verteidigen, denn er ist Erbe. Ja? Er ist der Erbe. Und was haben wir geerbt? Auch, dass wir uns selbst verteidigen dürfen. Denn wenn die Juden sich nicht verteidigen würden, ja, würden die Juden nicht mehr existieren, das Volk Gottes. Ja? Wenn sie sich nicht verteidigen würden, so wie die Christen Ausland falsch verstehen, wären die Juden schon alle tot, die Endzeit wäre schon längst da, das Volk Israels. Ja? Und wenn wir Christen alle tot wären, dann wäre die Endzeit schon längst da, ja? Weil sie sich verteidigen. Und Amir hat das richtig verstanden. Ja? Er darf sich verteidigen. Er darf sich verteidigen. Die, die uns sagen, wir dürfen das nicht, wir sind Christen, das sind ihre Lehrer, falsche Lehrer. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen. In der Bibel steht das ganz klar. Nochmal zu den Grausamkeiten. Die Juden, ihnen wurden Tier, Kinder, Frau und Mann umgebracht, vergewaltigt, versklavt. Und Gott sagte, das tut jetzt auch mit ihnen. So, also das hat er nicht so gesagt, aber dass man das mal versteht. Warum diese Grausamkeiten in der Bibel, von denen du erzählst? Ja? Und weil das Völker waren, die selbst ihre eigenen Kindern irgendwelchen Göttern geopfert haben, sie selbst sie versklavt haben, selbst mit ihnen Kindersex machten, ja, vergewaltigten und sowas. Da hat Gott gesagt, diese Menschen, ja, Auge und Auge, Zahn und Zahn. Und dann kam natürlich auch die Rache ist mein, ja? Die Rache ist mein. Und wenn Gott sagt, dass meine Rache darin besteht, dass ich euch befehle, das zu tun, dann ist das seine Rache. Hast du das verstanden, mein lieber Freund? Wenn Gott sagt, meine Rache jetzt in diesem Moment wird sein, dass du denen das tust, was sie euch angetan haben. Das sind diese Grausamkeiten in der Bibel. Ja, ja, gebe ich zu, war grausam. Aber hätten die das nicht gemacht nochmal, dann wäre die Welt heute nicht mehr da. Denn die Juden werden damals schon umgebracht geworden, ja. Hätten die Juden sich nicht gewehrt, mein lieber Freund, dann wärst du heute nicht auf der Welt. Wenn die Juden sich nicht gewehrt hätten, ja, wären die Juden schon alle tot, ja? Das Christentum hätte es nie gegeben, Jesus hätte nicht kommen brauchen, mein lieber Freund, ja? Und du wärst nicht mehr heute auf der Welt, denn die Juden wären alle tot, ja? Kein Gerechter mehr würde kommen und Gott hätte die Erde schon längst zerstört. Das wäre also, kann man nicht in Gottes Werk reinbringen, ja? Ich sage jetzt nur mal, das wäre das Paralleluniversum laut, wenn Juden sich so verhalten müssten, wie Muslime es wollen, ja? Dann hätten wir hier ein Paralleluniversum, mein lieber Freund, ja? Oder Parallelwelt, so. 10-mal Klatsche. Pass mal auf, mein lieber Freund. Ja, du sollst mal mit deinem Purge und mit diesen, dann würdest du schon längst 10-mal Klatsche geben. Hör mal auf damit, Alter. Was glaubst du, wo du lebst, Junge? Du lebst in Europa, 500 Millionen Volk. Mach dir keine 60 Millionen Menschen, ja, zum Feind, Junge. Ja, du übertreibst. Du kannst so nicht Sachen wie, ich würde den schon 10-mal Klatsche geben oder Sachen wie Purge sagen. Das ist wirklich Ramazan zu. Wirklich extrem zu weit, was du da tust, ja? Und Moses tötete für eine Klatsche. Alles klar? Hast du verstanden, mein lieber Freund? Ja, das Gesetz kam nach Mose. Aber Mose hatte die Liebe. Er erkannte die Liebe. Und darum half er den Juden, ja? Weil er wusste, das ist Unrecht, was mit ihnen geschieht. Und er erkannte, dass es Unrecht ist, dass der Sklaventreiber den Juden eine Klatsche gab. Und Mose tötete ihn. Ja, das Gesetz kam dann erst danach, wo die dann entrückt sind, aber trotzdem, ja, durch die Liebe erkennt man das Gesetz. Also,
Wenn der Amir, wenn du ein Amir eine klatschst, dann solltest du aufpassen, dass kein Mose auf einmal hinter dir steht. Kein Kaiser, Sose. Hast du verstanden? Gut. So. Und dann, jetzt passiert es wieder, erwähnst du dich schon wieder, ja, Purge Time. Ja, direkt danach erwähnst du es wieder, gut, gehe ich nicht drauf ein, haben wir schon durch. Ja. Er geht Solarium, damit er schön braun ist. Ja. Wie er eigentlich weiß ist, damit man nicht sieht, wie seine Seele leidet. Oh Mann, hier hast du ein dickes Schachmatt gemacht, mein lieber Ramazan. Ich kann nur hoffen, dass die Muslime dir vergeben und dich nicht, ja, festnageln und Purge mit dir jetzt machen. Hallo, alle liebe Muslime. Hört mir genau zu, was hier Ramazan gesagt hat. Er geht Solarium, damit er schön braun ist, weil er eigentlich weiß ist, damit man nicht sieht, wie seine Seele leidet. Also, weil eigentlich ist er ganz weiß, ganz blass, seine Seele leidet. Ja, in Wirklichkeit. Darum macht er Solarium, dass man das nicht sieht. So. Islamische Lehre jetzt. Und liebe Muslime, bitte tötet Ramazan nicht oder verletzt ihn nicht. Ja? Denn passt auf, was nämlich hier jetzt steht. Mohammed war der Weiseste von allen. Wer behauptet, er sei dunkler, muss getötet werden. Oh, Ramazan! Ich hab dich gewarnt. Leg dich bloß nicht mit mir an, mein lieber Freund. Leg dich nicht mit mir an, Ramazan. Ich hab dich gewarnt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ja? Wenn du dich mit mir anlegst, mein lieber Freund, wirst du dir ein ganz tiefes Loch graben, ja? Ich hab damals Pierre Vogel schon gewarnt, ja? Und jetzt hat er Fatwas auf sich. Du weißt nicht, mit wem du es hier gerade zu tun hast, mein lieber Freund. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich habe Pierre Vogel schon vor 6 Jahren circa gewarnt oder vor 6, vor 7, habe ich gesagt, Pierre Vogel, mach langsam. Mit meinem anderen Account, den ich nicht preisgebe. Wo ich richtig in der ganzen Welt abgehe, mein lieber Freund. Du weißt nicht, mit wem du sprichst. Habe ich ihn gewarnt, dass er Fatwas bekommen wird, wenn er nicht aufpasst, was er tut. Denn ich kenne den Islam viel besser als 99% der Muslime. So, Ramazan. Du behauptest, jemand, der weiß ist, ja, ist, weil er Qualen in der Seele hat. Mohammed war weiß, der weiseste unter allen. Alle erklärten sogar seine Arme, wie weiß sie waren, sogar seine Schenkel, sogar seine... Gut, wollen wir nicht noch nicht darauf eingehen. Wie weiß Mohammed, wie schön weiß er war. So, hier hast du jetzt damit ausgesagt, dass Mohammed in der Seele so sehr gelitten hat, denn er war weiß, ja? Ja? Und braun ist schön, du hast gesagt, braun ist schön, ja? Das Amir, dass er schön braun ist, macht der Solarium. Also ist weiß hässlich, okay? Du hast gerade Mohammed hässlich genannt. Und jetzt such keine Ausrede, mein lieber Freund. Schließ deine Türen gut zu, ja? Ich habe dich gewarnt, dass du aufpasst, dass nicht eines Tages Kaiser Sose auf dich zukommt und der selbst ein Muslim ist, ne, mein lieber Freund? Schachmatt, Digga. So. Sie lügen und wir beweisen es. Was denn? Was hast du denn bewiesen? Sie sagen alles auf schwarz, auf weiß, ja? Und du sagst, sie lügen. Und was? Und ihr Beweis, was beweist du, dass die lügen? Nochmal, Allah erlaubt zu lügen und Mohammed erlaubt zu lügen. Hör doch mal auf, das Wort Lügen in den Mund zu nehmen. Wie kann man sich selber so schachmatt setzen, Mann? Ja, also, wie hast du ihn am Ende genannt? Idiot? Nee, Trottel, ja. Ja. Also, du bist der allergrößte Trottel, ja. Du bist ein richtiger Trottel. Du kannst doch nicht Leute als Lügner nennen, wenn deine Ideologie Lügen erlaubt. Das würde ja heißen, dass du deine eigenen Chefs deine Ideologie kritisierst. Wenn du Amir als Lügner kritisierst und deine Chefs deine Lehre Lügen erlauben, dann kritisierst du die doch auch. Pass auf nochmal jetzt, dass keine Muslime auf einmal, ja, dir das Licht ausknipsen, ja, und ein Kaiser Sose, ein muslimischer Kaiser Sose einmal eines Tages in deiner Tür steht, mein lieber Muslim, mein lieber Ramazan. Hm? Genauso habe ich das Pierre Vogel erklärt. Und jetzt hat er die Fatwas, ja? Er hat jetzt die Fatwas, ja? Und ich sag dir, ich hab dich gewarnt, lass Amir in Ruhe, bevor ich, ja, dir auch sagen muss, du wirst bald Fatwas haben, okay? Das ist mein voller Ernst, lach nicht, nimm das nicht witzig, ja? Du kannst Pierre Vogel fragen, ja? Ob ich das ihm vor 6 Jahren mit einem anderen Account, er wird nicht wissen, dass ich das war,
Ja, aber er wird dir bestätigen, dass ihn jemand mehrmals gewarnt hat, dass er etwas bekommen wird. Ja? Wenn er ehrlich ist, wird er dir das bezeugen. Und er hat jetzt schon seit 4 Jahren circa, oder 3 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, schon Fatwas sogar von Saudi-Arabien, von Leuten. Okay? Lass Amir in Ruhe, Ramazan. Lass ihn in Ruhe. Nenn ihn nicht Lügner. Okay? Lass das. So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Entschuldige, dass ich gerade ein bisschen, ja? Ich möchte nicht so sein. Ja, wir sollen Böses nicht mit Bösem bekämpfen. Ja? Aber weißt du bist der Anhänger des Bösens, der Anhänger der Lüge. Ja? Und dagegen gehen wir hart vor, okay? So. Fieber, ja? Fieber kommt von der Hölle, ja? Amir sagt, dass das im Islam steht, dass der Fieber von der Hölle kommt und jetzt machst du dich lächerlich und lustig über ihn, ja, dass er das doch erstmal be beweisen muss, ja, dass es nicht von der Hölle kommt, wie Mohammed sagt, der Fieber kommt von der Hölle, man soll es mit Wasser, ja, mit Wasser behandeln. Ja, das ist richtig, mit Wasser, mit Eis die Temperatur runtersenken, das ist ja richtig, ja. Das hat ja Amir auch gar nicht kritisiert, sondern dass dir Fieber von der Hölle kommt. Jetzt dagegen argumentierst du, so wie, ja, beweist doch erstmal, dass das Fieber nicht von der Hölle kommt. Das sind Sachen, die wir nicht wissen, von Gott und bliblablub, ja. Mein lieber Ramazan, wir wissen heute, wie der Fieber kommt, wissenschaftlich. Amir sagt, ja, Amir sagt, das ist doch überhaupt nicht wissenschaftlich, ja, dass das Fieber von der Hölle kommt. Und dann sagst du, ja, wie kann man das denn beweisen? Man muss ja erstmal in der Hölle gewesen sein, nicht wahr? Weißt du, schwarze Löcher, mein lieber Ramazan. Ich weiß, dass du mit nur, dass anscheinend nur Idioten dir zuschauen, weil sonst würde dir schon längst jemand sagen, hier, mach besser, hör lieber auf, Videos zu machen, weil du machst eigentlich nur Eigentore. Und da dir das keiner sagt, heißt das eigentlich, dass dir nur Idioten zuschauen. Oder beziehungsweise folgen, nicht alle, nicht die dir alle, die dir folgen, ja, die dir glauben, einfach glauben, einfach glauben, ja, weil sie selber nicht überprüfen. Ein schwarzes Loch, wir wissen, wir können heute nicht 100% sagen, dass es die gibt, ja, sondern wir vermuten, dass es ein schwarzes Loch ist, weil wir sehen, weil wir an den Auswirkungen, ja, wir sehen an den Auswirkungen die Biegung des Lichtes, ja, das Verschwinden des Lichtes. Die dunklen Partien, ja, die wir da sehen, wo einfach gar nichts ist, ja, und dann wie sich dort dann das Ansammeln des Lichtes in der Umlaufbahn, nenne ich das jetzt mal, nennen wir schwarzes Loch. Niemand war jemals da gewesen, niemand hat es ganz genau gesehen, weil du siehst doch ein schwarzes Loch gar nicht, das ist schwarz, ja. Du gehst aber nur von den Auswirkungen, die du erkennen kannst, ja, siehst du, dass das Licht sich dort in der Umlaufbahn befindet, verschwindet, das Licht sich dorthin sammelt, Licht sogar gebogen wird durch diese enorme Gravitation und somit tun wir das als schwarzes Loch definieren, obwohl wir gar nicht wissen, was das ist in Wirklichkeit. Wir wissen, es kann vielleicht ein enormer dunkler, es kann alles sein, es kann ein enormer dunkler Stern sein einfach, ja, der aus irgendwelchen natürlichen, keine Ahnung, ja, Gesetzen das Licht, das er verschlingt, nicht wieder reflektiert, ja, nur mal als Beispiel, und kann vielleicht ein Riesenplanet mit Masse sein, und wir glauben, es ist einfach ein schwarzes Loch, obwohl es ein Planet ist, obwohl es Materie ist, nur mal als Beispiel. Wir wissen es nicht, ja. Wir sagen, es ist ein schwarzes Loch, was das ganze Licht aufsaugt. Und vielleicht ist es aber ein Riesenplanet mit einer enormen, enormen Dichte, die sogar das Licht anzieht, ja. Und da es kein Licht reflektiert, wir gar nicht sehen, dass es ein Planet ist. Also vermuten wir, dass das schwarze Loch ist. Wir nennen es schwarze Loch. Und wir tun wissenschaftlich beweisen, dass da etwas existiert aus den, wie heißt das? Ja, aus den Auswirkungen, ja? Die das macht. So, und jetzt ist hier aber der Unterschied. Wir haben natürlich keine, wir können natürlich nicht beweisen, die Hölle wegen ihren Auswirkungen. Aber warum? Weil jede Religion, die von Hölle lehrt und redet,
ja, sagt nicht, dass sie irgendwelche Auswirkungen auf uns hat, sondern nur ihre Bewohner, ja, oder die, die da hinkommen, Satan, Dämonen, ja. Schon wieder fette Schachmatt gemacht, mein lieber Freund. Verstehst du? Du machst dich nur Schachmatt, ja. Deine Religion selbst sagt, dass wir keine Auswirkungen haben von der Hölle, außer Mohammed, ja. Mohammed sagt, von der Hölle kriegen wir Fieber, ja. Aber eigentlich haben wir überhaupt keine, hat die Hölle überhaupt gar keine Auswirkungen auf uns, ja. Aber was ist das, ja? Wenn die Hölle uns Fieber geben kann, warum verschlingt sie uns nicht gleich direkt? Gerade uns Christen und Atheisten. Hm? So ein Schwachsinn. Ja, und hier ist nochmal ganz klar der Unterschied. Der Unterschied ist hier, dass wir das gut, kommen wir gleich später nochmal dazu, weil du dann ein Argument bringst, wo ich das dann nochmal erklären kann. Ja? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Man muss die Existenz nicht nachweisen. Ja. Wenn man von etwas, dessen Auswirkungen weiß, ja, und messen kann, ja, zum Beispiel schwarzes Loch, okay? Normalerweise ist es in einem Satz, kann man das so erklären, aber da ich ja weiß, dass die Dümmerchen zugucken, nicht zugucken, sondern dir glauben, muss ich das so exzentrisch und wiederholend erklären, dass auch die gerettet werden, die Dümmerchen sind, ja? Sie haben nichts gefunden, ja. Du sagst, sie kritisieren diesen Wissen, aber sie haben nichts gefunden. Schwarz auf weiß zeigen wir dir ständig, schwarz auf weiß zeigen wir euch ständig, was wir gefunden haben, was wir konfrontieren können, ja. Wir können nicht beweisen, dass Mohammed kein Prophet ist. Okay, warte, Digga. Wie soll ich wirklich anfangen, Alter? Soll ich wirklich anfangen, Digga? Ist das dein Ernst? Dann, ich glaube, mein letzter Atemzug, ja, ich wäre das zu beweisen, dass Mohammed kein Prophet ist. Ich könnte mein Leben lang damit verbringen, es zu beweisen, ja, und das werde ich tun, ja. Das ist, was Ami hier sagt. Wenn wir gegen die Unwahrheit kämpfen, können wir uns schon mal verabschieden, ja. Aber es lohnt sich für die Liebe der Nächsten und für die Liebe dieser kleinen Dümmerchen, die dir zugucken und dir glauben, ja, denn einen werden wir mindestens von ihnen erretten und mit in Himmelreich sehen. Dafür lohnt sich, dass wir uns schon mal verabschieden, mein Lieber. Hm? Mein lieber Freund. Satan spielt mit den ungläubigen Marionetten, ja. Laut Islam spielt Satan am meisten mit den Muslimen. Schon wieder Schachmatt. Schon wieder Eigentor. Schachmatt, Ramazan. Schachmatt, Islam. Muslim macht Pipi in deinen Ohren und spielt an deiner Nase. Oder umgekehrt, wie war das? Wenn du das Gebet nicht machst vor dem Sex, schlingelt er sich um deinen Penis und er bringt seinen Samen in die Frau. Und das Kind wird ein Kind Satans. Satan spielt an euren Arschlöchern, wenn ihr betet, wenn ihr auf Toilette geht und Kacke macht und Pupu macht und nicht das Gebet vorher macht, spielt er an euren Arschloch. Entschuldigung, so rum war das. Wenn ihr betet, Alter, hör auf, Mann. Kennst du überhaupt deinen Koran? Kennst du überhaupt deinen Koran, die Hadithen? Hm? Und zu sagen, Amir kennt die Bibel nicht. Kennst du überhaupt die Hadithen und den Koran? Hm? Satan spielt mit den Ungläubigen am meisten. Ja? Mit diesen Marionetten. Nein, er spielt den am meisten mit den Muslimen. Ja? Wenn sie nicht das genau tun, was Allah sagt. Schachmat, Ramazan. Schachmat, Digga. Wir reden nur schlecht und hin und her behauptest du, wir tun nur schlecht reden und lügen und bla bla bla. Muslime töten, hast du das schon vergessen, mein lieber Freund? Muslime töten für ihren Glauben. Wir dürfen nicht mal kritisieren. Wenn wir kritisieren, dürft ihr töten, laut Islam. Ja? Und wir kritisieren ja noch nicht mal. Wir tun eure Quellen vorzeigen, ja? Und sagen dann unsere Meinung dazu. So. Also, Wachdi sagte, ja,
du sagst dir, dass Armin, die Wochedi, ja, die Aussage von dem Wochedi da bringt, und dann sagst du, wie, ja, wie kann Wochedi, der 100 Jahre circa, 100 Jahre nach Mohammed erst geboren worden ist, wie kann er diese Aussagen machen? Der hat doch Mohammed selbst nie gesehen und seine Begleiter. Hat Amir doch gar nicht gesagt. Amir sagte nur, was Wochedi sagte. Ja, und Wochedi sagte das, was er vom Hören und Sehen sagte. Genau wie auch die anderen, die mit ihm waren. Du kritisierst hier Wochedi, ja, dass er gar nicht die Wahrheit sprechen konnte, ja, weil er doch erst 100 Jahre, 130 Jahre oder sowas nach ihm geboren worden ist, Mohammed, seine Begleiter nie gesehen hat, ja, aber andere ihn kritisierten. Ja, die anderen haben Mohammed doch auch nicht gesehen. Woher wissen die denn, dass er die Wahrheit gesagt hat? Woher wissen die denn, was wahr ist und nicht? Vielleicht war doch Wochedi der Einzige, der die Wahrheit gesagt hat, ja, und die anderen für Mohammed gelogen haben, wie es der Islam erlaubt, ja. Wir werden bessere Wörter finden, ja. Allah sagt es schon, weil er weiß, ja, Menschen werden klüger, werden Widersprüche finden, ja, Sachen, die kritikwürdig sind, und dann werden wir bessere Wörter finden. Ja. Der Islam wurde immer behandelt. Ja. Du musst dir so vorstellen, der Islam ist wie ein Zahn mit einer enormen Karies und Parodontose, und der wird ständig neu, wurde ständig neu die Füllung rausgenommen, neue Füllung und neu. Und irgendwann mal war der Zahn so kaputt, dass eine komplette Krone drauf musste, ja, weil man da nichts mehr machen konnte. Das ist Islam, mein lieber Freund, ja. Also 1300 Jahre hat man diesen Wochedi, also auch die Leute haben ihn auch schon damals kritisiert, ja, angeblich, ja, aber 1300 Jahre steht das da, und was ist damit, ja, und warum? Weil ihr sagt, dass es suspekt ist, ja, das ist suspekt, was er sagt, es ist suspekt, ja, dass Mohammed, dass Wochedi die Hadithen, die er geschrieben hat, ja. Und was ist mit 2005? Weißt du, dass 2005 Erdogan sich mit den islamischen Lehrern treffen wollte in der Türkei und die Hadithen vernichten wollte? Weißt du das? Schach, Mat, Ramazan. Eigentor. Warum wollte Ramadan 2005 diese ganzen Hadithen zerstören? Warum? Weil sie suspekt sind. Weil sie ganz klar beweisen, dass Mohammed kein Prophet ist. Ja? Der Islam selbst, wir können nicht beweisen, dass Mohammed kein Prophet ist. Der Islam selbst beweist es. Erdogan selbst beweist es. Erdogan selbst wollte die Hadithen vernichten, weil sie suspekt sind. Weil sie unglaubwürdig sind. Und die Leute haben zu ihm gesagt, sag mal, wer bist du überhaupt? Ja? Denkst du, weil du jetzt hier türkischer Leader bist, du bist ein Türke, du bist ein Osmane, ja? Wir sind Araber, ja? Das ist, der Glaube kommt von uns, und du willst uns die erzählen, dass wir Hadithen vernichten, ja? Schach, Mat, Ramazan, ich hab dich gewarnt, Alter, mit mir nicht, Digga. Ich mach jeden Satz von dir, werde ich vernichten. Jeden Satz, ja? So. Seine Hadithen waren seltsam. Die Leute glaubten ihn nicht, weil seine Hadithen seltsam sind. Also Erdogan wollte 2005 die anderen Hadithen auszerstören, weil sie seltsam sind. Hast du es kapiert? Ja. Oder weil sie so echt sind. Weil sie so Zahir sind. Zahir sind. Zahir auf Haschisch. So, Exodus 15 bis 22. Hier machst du schon wieder ein fettes Eigentum, hier zeigst du wieder, wie geistlich flach du bist, ja. Ah, wo du hier sagst, dass Amir kritisiert wegen das von der Hölle, ja, dass die Fieber von der Hölle kommt, das ist doch von Gott, das können wir doch gar nicht beweisen. Und hier machst du jetzt das Beispiel Exodus, ja, dass man einen Stock nahm, das Wasser dann vom bitteren Wasser zu süßem Wasser machte, damit die Menschen trinken konnten, weil sie sich beschwerten. Wir haben doch nichts zu trinken, was sollen wir trinken? Dann wurde ein trockener Stock genommen, ja, in Exodus, und vom bitteren zu süßem Wasser gemacht. Ramazan, weißt du, was hier der Unterschied ist? Hier ist der Unterschied, dass man mittlerweile wissenschaftlich beweisen kann, von was Fieber bekommt. Damit kann es nicht von der Hölle kommen. Hier ist es nicht, Amir sagt, wie du am Anfang gesagt,
Sie lachen über ihr eigenes Wunder in der Bibel? Nein, wir lachen nicht über unser eigenes Wunder in der Bibel. Wir glauben an die, weil sie nämlich nicht wissenschaftlich, ja, kontrovers sind. Verstehst du? Aber im Islam, die Wunder sind wissenschaftlich kontrovers. Das ist, was die Armee beibringen will. Aber du bist ja so geistlich flach wie eine Kakerlake, ja? Ein Volltrottel, der das nicht versteht. Ja? So, tut mir leid, wenn du meinen Bruder Volltrottel nennst und du der Volltrottel bist, ja, dann ist das ja nur die Wahrheit. Ist ja keine Beleidigung, nur die Wahrheit. Ja? So. 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 Ja, also nochmal, dass es auch der Letzte versteht. Amir kritisierte hier, dass etwas nämlich nicht, ja, vom Unwissenden, was nur im Gottesglauben sein kann, was wir nicht nachprüfen können, ja, wie in der Bibel, wir können das nicht nachprüfen, ja, ob das so war. Ja, aber wir glauben daran, weil es wirklich göttlich ist, aber nicht widersprüchlich ist mit der Wissenschaft. Es ist nicht widersprüchlich mit der Wissenschaft. Weil ihr wisst, warum nicht? Weil die Wissenschaft keinen Gegenbeweis hat, selbst. Aber hier hat die Wissenschaft einen Gegenbeweis, dass sie nämlich beweisen kann, dass Fieber nicht aus der Hölle kommt, sondern aus anderen Gründen. Ja? Grippe, ja? Fieber, ich bin kein Arzt, ja? Also ich bin kein Arzt der Medizin, ja? Das kann ich dir nicht sagen. Ja? Also gut, so. Es macht dir also Spaß, ja? Es macht dir also Spaß, Amir nachzumachen. Am Ende machst du den Amir so nach, ja? Und pass mal auf, was für ein fettes Eigentor schon wieder hier. Ja? Denn, nochmal. Nee, warte mal. Ich mach das ein bisschen grammatisch so. Oder strategisch so. Es macht dir also Spaß, Amir nachzumachen. Du sagst so, oh, es macht mir voll Spaß, Amir nachzumachen. Jetzt weiß ich, warum. Jetzt weiß ich, warum es mir auf einmal Spaß macht. Ja? Weißt du, das heißt, du fühlst auf einmal den Spaß. Warum? Wieso macht dir das Spaß, auf einmal nachzumachen? Du hast doch Amir als eine Marionette, als jemand, der von Satan gelenkt und ständig nur von Satan, ja, bezwirbelt wird. Ein Ungläubiger, ja, laut Allah. Es macht dir also Spaß, eine Marionette, einen, der ständig von Satan bezwirbelt wird, nachzumachen. Und weißt jetzt, wieso? Warum? Warum weißt du es? Warum weißt du, dass es dir auf einmal Spaß macht? War Satan in dir? Hm? Hat Satan mit dir gespielt? Es macht dir also Spaß, dass Satan mit dir spielt? Schachmatt, Ramazan. Schachmatt, Islam. Es macht doch Spaß, Satan zu dienen. Ja? Dr. Wake Up ist da und macht dich platt. Denk nach, Vollpfosten. Ach, ich nehme alle Beleidigungen zurück. Ja? Vollpfosten war das, genau. Du hast den Idioten und Vollpfosten genannt. Idiot werde ich dich nicht nennen, aber Vollpfosten. Du bist der größte Vollpfosten, den es gibt. Ja, die stellt man sogar hin, damit selbst Dreijährige das Schießen lernen, ja, um den Ball auch, also das Fokussieren lernen, ja, das Zielen lernen. Du bist so ein großer Vollpfosten, dass selbst Dreijährige, ja, von 100 Meter dich treffen. So ein großer Vollpfosten bist du. Der größte, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wie kann es sein, dass ein Mensch mit jedem einzelnen Satz seine eigene Religion vernichtet? Und alle Muslime, die mir zuhören, bitte tut Ramazan nicht weh. Ja? Es gibt Menschen, die sind ein bisschen dümmer als andere. Er will ja nur euren Islam verteidigen. Ja? Also macht das nicht, dass ihr ihn jetzt verletzt oder sowas, weil er den Islam so blamiert hat. Er ist halt einfach ein bisschen dümmer, ja, als ihr. Okay, Muslime, tut ihm bitte nichts, ja? Bitte. Er versucht ja wirklich, den Islam zu verteidigen. Er kann nichts dafür, dass er selber beweist, dass der Islam falsch ist mit seinen Wörtern, ja? Also nochmal, bitte tut ihm nichts, okay? So. Also, Ramazan, ne? Dann machen wir weiter deine Serie und ich mache weiter meine Serie. Ne? Bislema. Allah wa ta'alim. Allah weiß schon, was er tut, nicht wahr? Allah weiß, warum du so viele Fehler machst. Vielleicht sollst du ein Exempel sein für alle Muslime. Am besten schweigen. Denn ihr habt kein Hintergrundwissen über die Wörter des Korans. Ihr versteht ihn gar nicht, sagt Allah. Ihr sollt einfach glauben, ja, dann solltet ihr besser schweigen, wenn ihr doch gar nicht wisst,
Wie könnt ihr den Islam erklären, wenn ihr doch gar nicht wisst, sagt Allah. Und du bist hier das Wunder. Wenn es ein Wunder im Islam gibt, dann dieses. Ein Wunder gibt es im Islam. Du beweist, dass ihr nicht den Islam kennt, nicht die Hintergrundbedeutung wisst der Wörter im Koran. Denn ihr macht nur Eigentor mit jedem Satz. Das ist das einzigste Wunder, ja, des Islams, dass ihr beweist, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Das ist das Einzige, wo Allah wirklich recht hat. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von dem Islam. Ja? Da würde ich doch besser schweigen, als ihn selbst Schachmatt zu setzen. Nicht wahr? So, also. Auf Fatwa aufpassen, ne? Tschüss.